Freunde, heute ist es endlich soweit. Wir können das offizielle Serie A TOTS voten. Nachdem ich schon das Bundesliga TOTS voten durfte, dann das La Liga TOTS voten durfte, dürfen wir heute das Serie A TOTS voten. Und so sieht das Ganze aus, Freunde. Zur Auswahl stehen im Tor Rui Patricio, Vicario, Chesney, Providel und Meret. Ich muss ehrlich sagen, die Serie habe ich kaum verfolgt. Man hat ein bisschen Napoli abgecheckt, man hat ein bisschen Juve abgecheckt. Juve wurden ja diese Punkte abgezogen, dann wurden denen die Punkte wiedergegeben. Keine Ahnung, was in der Serie abgeht, aber da ist auf jeden Fall die Mafia am Start. Das ist richtig die Mafia am Start, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich die nächsten Tots auch vote und euch ein Video dazu hochlade, dann lasst gerne ein Like da. Dankeschön für den Support auf dem Zweitkanal, Freunde. Sehr, sehr korrekt von euch und sehr, sehr wilder Support. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal einfach. Ist for free. Und ja, ich sag euch ehrlich, wie schon gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung von der Serie A, habe ich am wenigsten verfolgt, weniger als alle anderen Ligen gefühlt. Also Bundesliga bin ich drin, La Liga bin ich etwas drin, Premier League bin ich schon ein bisschen mehr drin. Serie A kommt dann irgendwann und ja, also ihr checkt, glaube ich. Und dann Liga A ist auch nochmal davor. So, ich würde einfach mal sagen, Chesney war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Freunde. Da kann man sagen, was man will. Ich glaube, Rui Patricio hat auch ein paar Special-Karten in FIFA bekommen. Das heißt, der müsste auch nicht schlecht gewesen sein. Aber die anderen, weiß nicht, von denen habe ich jetzt nicht so krank viel gehört, dass ich sagen würde, okay, komm, die stelle ich auf. Vor allem, wenn ich den hier raustue, sehen wir sogar hier zwei Torhüter. Also so krass können die beiden dann nicht gewesen sein, wenn die sich sogar abgewechselt haben. Verstehe ich nicht so ganz. Napoli-Torwart, okay, jetzt auch nicht schlecht, aber ich würde jetzt einfach mal mit Chesney gehen. Von denen hat man immer noch am meisten gehört. Punkt aus Ende. Als nächstes haben wir die Mittelfielders am Start und da sehe ich schon Mittelfielders-Wahrscheinlichkeit. Ich meine die Defenders, also die Innenverteidiger und Außenverteidiger. Und ich sehe schon Smalling, ich sehe Carlos Augusto, ich sehe Di Marco, der war auch nicht schlecht. Romagnoli, oh, vor allem Inter, jetzt gerade Champions League Finale voraussichtlich, ne? 2-0 gewonnen im Hinspiel, Rückspiel, mal gucken was da geht, aber vielleicht kommen die einfach ins Champions League Finale, ist das krank. Ja, aber man sieht hier noch Romagnoli, Kim Min-jae, auch nicht schlecht gewesen. Di Lorenzo ist am Start, Bremer ist am Start. Okay, Freunde. Theo Hernandez kann direkt ins Team. Da müssen wir nicht viel diskutieren. Er war einfach der letzte Spieler hier bei den Defenders. Ich dachte erst, der kommt gar nicht. Ich wollte schon ausrasten. Ich wollte schon sagen, wieso ist da kein Theo? Aber dann kam er noch, Gott sei Dank. Bremer, auch eigentlich ein super Spieler. Di Lorenzo auch super. Hier wird es jetzt schwierig. Romagnoli super. Di Marco super. Smalling super. Boah, okay. Wir müssen uns für 4 Spieler entscheiden. Und ich würde am liebsten 5 oder sogar 6 von diesen Spielern aufstellen. Das heißt, jetzt müssen wir Ausschlussverfahren machen. Bremer wird für mich, glaube ich, auch reinkommen. Ich kann euch noch mal kurz erzählen, was alles ins Voting rein zählt. Denn ich hatte ja diese offizielle Box von EA bekommen, wo meine Stimme einfach extrem doll reingezählt hat ins Bundesliga-Tots. Und da stand auch drinne, was da jetzt am meisten reingezählt hat. Also im Großen und Ganzen diese Saison 2022, 2023, Freunde, ist ja klar. Und Hernandez hat performt, Bremer hatte eigentlich performt. Aber Di Marco hat da eigentlich auch performt. Was ist mit Di Lorenzo? Was ist mit Romagnoli? Was ist mit Kim Min-jae? Der hätte es eigentlich auch verdient. Bro, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also ich würde, glaube ich, Di Lorenzo hier auf die Rechtsverteidigerposition stellen. Und dann würde ich, glaube ich, sogar über Smalling, über Romagnoli, über Di Marco, Kim Min-jae reinkloppen. Ich glaube, so würde ich es machen, um ehrlich zu sein. Aber oh, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber gut, Freunde, das ist nur meine Wahl. Ihr könnt natürlich auch wählen und könnt das Ganze anders machen, als ich es mache. Aber ich würde jetzt einfach mal so einloggen fürs Erste. Wisst ihr, was komplett geisteskrank ist, was ich hier unten sehe? Wir sind bald bei 950.000. Dann haben wir 9,5 von 10 abgeschlossen, abgehakt zu der 1 Million Abonnenten. Ist das verrückt, Freunde. So, wen haben wir im Mittelfeld zur Auswahl? Tonali, Amrabat, Orsilini, Barella sehr krank, Rabiot sehr krank, Fagioli sehr krank, Savic sehr krank, Anguissa sehr krank, Çalhanoğlu auch wieder sehr krank. Bro, der ist voll alt, aber ist wieder richtig gut geworden, ne? Çalhanoğlu. Junge, es ist auch nicht viel einfacher hier im Mittelfeld. Okay, ganz klar für mich ist, glaube ich, Barella drin. Ganz klar für mich ist, glaube ich, Savic drin im Team of the Season. Und damit das fair ist, noch ein von Milano oder von Juve. Da würde ich schon Rabiot eigentlich sehen. Der hat auch nicht schlecht gespielt. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, Freunde, das ist alles so, was ich gehört habe. Einfach so vom Hören, Sehen. Das, was man so mitbekommen hat.
ich habe jetzt nicht jedes Spiel in der La Liga geguckt und habe jetzt Ahnung, wie Amrabat gespielt hat, wie Orsolini gespielt hat, wie viele Scorer die gemacht haben. Ich mache es einfach nach Gefühl, wie ich denke, was ich so gerade im Gefühl habe, wen ich aufstellen würde. Papp, den tue ich rein, ohne viel zu überlegen, ohne viel die Stats zu checken, ohne viel die Scorer zu checken. Einfach so, wie ich gerade fühle. Und ich glaube, das sind die drei Jungs, die ich gerade am meisten fühle. Wobei Barella auch ein bisschen geschwächelt hat eine Zeit lang, ne? Vielleicht doch lieber Çalhanoğlu oder vielleicht sogar Tonali, hat aber auch wieder ein bisschen eine schwächere Phase gehabt. Ja, ich lasse es so. Barella, Savic, Rabiot. Haben wir was von Inter, haben wir was von Napoli, haben wir was von Juve, nichts von Milano. Aber das passt, glaube ich. Das ist, glaube ich, mein Mittelfeld, was so stehen kann. Ich sag ehrlich, passt. Und zu guter Letzt haben wir die Angreifer. Und was sind meine Augen schon wieder sehend? Rafael Leão, einer der besten Flügelspieler in der Serie A für mich diese Saison gewesen. Geisteskrank, geisteskrank. Wir haben Paolo Dybala am Start. Der Mann auch noch voll jung, aber man hört mittlerweile nur noch wenig von ihm leider, ne? Martinez, auch immer viel gehört von ihm. Di Maria, richtig gut gewesen. Vor allem auch bei der WM, ne? Bei der WM war Di Maria wieder geisteskrank. Osimhen, ja, okay, Freunde. Ich glaube, zwei sind hier schon gestellt und über den dritten können wir uns dann streiten. Dia noch am Start, Loriente am Start. Also die zwei, die gestellt sind, die kloppe ich jetzt einfach mal rein. Wo sind sie? Einmal der Bruder hier hat sich ja, glaube ich, gerade verletzt, ne? Gute Besserung an ihn. Ist er fit fürs Rückspiel? Osimhen fit fürs Champions League Spiel. Er ist wieder komplett fit, Freunde. Ihm geht es auch wieder komplett gut. Das heißt, er kann, glaube ich, wieder spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist hier auf jeden Fall Rafael Leão für mich gesetzt. Über den habe ich ja eben schon genug gesprochen. Ich sag ehrlich, das Serie A trotz von den Preisen der Spieler her wird, glaube ich, nicht so teuer. Rafael Leão wird ein bisschen was kosten. Theo Hernandez wird ein bisschen was kosten. Der Rest eher nicht so viel. Vielleicht Rabiot, weiß ich aber nicht. Und dann haben wir hier noch Paulo Dybala, hat auch viele Tore geschossen. Martinez, Di Maria. Ich glaube, wer wird ihn bekommen? Wer wird ihn bekommen? Wird ihn der gute alte... Ich glaube, Martinez wird der dritte Stürmer werden. Ich glaube, das wird so der Angriff sein. Leão, Osimhen, Martinez, Barella, Savic, Rabiot, Hernandez ist safe, Bremer ist, glaube ich, safe, Kimpembe könnte kommen, Lorenzo könnte kommen, Chesney weiß ich nicht, vielleicht kommt da dann auch einer von den beiden anderen Brüdern von Napoli oder so, weil Napoli natürlich in der Liga komplett alles auseinandergenommen hat. Weiß man alles nicht, Freunde? EA macht am Ende eh relativ viel, wie sie es wollen. Ich weiß gar nicht, wie doll diese Stimmen da reinzählen, aber ein bisschen wird schon auf die Community gehört, da vertraue ich schon drauf. Ich sende das Team jetzt ab. Macht gerne mal einen Kommentar mit den Sachen, die ihr anders machen würdet. Und schickt mir eure Teams auf Instagram oder verlinkt mich in eurer Story, für die ihr gewotet habt, dann sehe ich das auch. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Das ist das Team, was ich gewotet habe. Ihr könnt das, wie gesagt, anders machen. Hatet mich nicht. Ist nur meine Stimme. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.